Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. E-Ladestationen für Hotels und Gastronomie, Ausflugstipps für die ganze Familie vom Pinzgau bis ins Salzkammergut und die Salzburger AG bei der Ionica Faszination E-Mobilität. Experten sind sich einig, dass der Elektromotor das Antriebssystem der Zukunft ist. Auch aktuelle Studien zeigen, dass bereits jeder zweite Österreicher über die Anschaffung eines Elektroautos nachdenkt. Dabei spielt der Ausbau der Ladeinfrastruktur eine wesentliche Rolle. Salzburgs Hotellerie und Gastronomie leistet täglich vollen Einsatz für ihre Gäste. Aus diesem Grund hat die Salzburger AG ein neues Angebot entwickelt. Der E-Mobilitätstourismus wird in Zukunft mit Sicherheit mehr werden. Eine Ladeinfrastruktur für Besucher ist daher notwendig. Wie einfach das geht, das zeigen wir Ihnen gleich. Ja, für uns als Ferienhotel ist natürlich die Anreiseart in erster Linie das Auto. Und dahingehend ist es einfach immer wichtiger für den Gast auch Elektroautos, Ladestationen anzubieten, weil doch der Großteil mit den Autos anreist. Wir kümmern uns im Grunde um alles. Das Hotel behält die Kontrolle und bestimmt dazu auch noch den Preis des Ladevorgangs. Dass der Strom der Salzburger AG zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt, ist dabei ein weiterer Grund, zu leiser und emissionsfreier E-Mobilität zu wechseln. Wir haben natürlich den Strom in erster Linie von der Salzburger AG, wir haben den TV-Anschluss von Salzburger AG und das Internet. Wir bieten im ganzen Haus kostenloses WLAN an und dementsprechend haben wir natürlich auch dann entschlossen, die Ladestationen von der Salzburger AG zu nehmen, weil es einfach vom Angebot da gepasst hat. Und ja, es ist immer ganz gut, wenn man alles in einem Paket hat und einen Anbieter, einen Ansprechpartner hat. Ein Vorteil, den in Salzburg nur die Salzburger AG leisten kann. Aber jetzt nochmal alles der Reihe nach. Bei diesem Programm handelt es sich um ein Angebot für Gastronomie und Hotellerie, bestehend aus einer Ladestation mit einer maximalen Leistung von 22 kW. Das Ganze ist ein Mietprodukt. Man kann diese Ladestation zu einem sehr attraktiven Preis mieten. In diesem Produkt inkludiert ist eben die Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Service der Ladestation beziehungsweise mehrere tausend Kilometer an Fahrstrom. Also wir kümmern uns um alles, Sie behalten die volle Kostenkontrolle und bestimmen dazu auch noch den Preis. Das heißt, Sie entscheiden, ob und wie viel Sie Ihren Gästen dafür in Rechnung stellen. Übrigens gibt es für Firmenautos mit Stromantrieb attraktive Förderungen, zu denen wir Sie gerne beraten. Wenn Sie an diesem Wochenende mit der ganzen Familie etwas erleben möchten, dann haben wir jetzt vielleicht ein paar tolle Tipps für Sie. Wir starten in der Stadt Salzburg. Wie wäre es mal wieder mit einer Fahrt auf die Festung Hohensalzburg? Die Festungsbahn bringt Sie täglich auf den Stadtberg. Oben angekommen können Sie die wunderschöne Aussicht über die Stadt Salzburg bewundern oder sich einer Führung anschließen. Auf dem Mönchsberg kommen Sie aber auch mit dem Mönchsbergaufzug. Sie können das Museum der Moderne besichtigen oder den Wasserspiegel der Salzburg, den Sie auf dem Weg Richtung Festung finden. Im Wasserspiegel bieten wir einen Blick hinter die Salzburger Trinkwasserversorgung. Wir kommen in den Pinzgau. Dort bieten wir Sommernostalgiefahrten zu den Grimmler Wasserfällen an. Genießen Sie eine romantische Fahrt durch die schöne Landschaft des Pinzgaus in den nostalgischen Dampf- und Dieselzügen der Pinzgauer Lokalbahn. Vom Pinzgau wechseln wir jetzt in das Salzkammergut zum Wolfgangsee, der ebenfalls viel für die ganze Familie zu bieten hat. Einerseits zu Wasser, aber auch am Berg. Oder Sie haben ganz einfach Lust, in die Salzburger Lokalbahn Richtung Flachgau einzusteigen. Auch hier bieten sich wunderschöne Ausflüge an. Alle Fahrzeiten und Öffnungszeiten finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite. Energieeffizienz kann man in vielen Bereichen des Alltags leben, auch beim Freizeitvergnügen im eigenen Garten. Heute geht es bei uns um die richtige Poolreinigung. Michaela Burgstaller-Stritzinger hat sich das beim Experten etwas genauer angesehen. Von der Poolreinigung bis zur effizienten Beleuchtung. Die Tage werden länger und Tag für Tag steigen die Temperaturen. Für Poolbesitzer beginnt jetzt die Badesaison. Doch vorher muss der Pool sommerfit gemacht werden. Herr Weiß, die Poolsaison ist eröffnet. Die meisten Poolbesitzer reinigen jetzt ihre Pools und starten die Saison. Was haben Sie da für Tipps? Wichtig ist, dass man beim Auswintern die Betriebsanleitungen der Hersteller mal auf jeden Fall beachtet. Und dann natürlich die Hygiene des ganzen Beckens, sowohl die Innenflächen, die Beckenwandungen selbst, aber auch das Filtermaterial.
dass das ordentlich gereinigt wird, unter Umständen, dass man hier auch eine entsprechende chemische Reinigung vornimmt mit geeigneten Aufbereitungsmitteln, die dann sicherstellen, dass das Material wieder sauber ist. Wie viel Chemie brauche ich denn, wenn ich da jetzt nach dem Winter wirklich den Schmutz wegbringen will? Geht das auch mit einfachen Mitteln? Brauche ich unbedingt Chemie? Man braucht unter Umständen stellenweise Chemie, wenn man bei der Einwinterung bereits Überwinterungsmittel verwendet. Solche Komplexbildner sind das, die dann verhindern, dass eben Kalk sich an den Oberflächen ablagert. Und dieser Kalk ist dann sehr schwer zu lösen. Und dann brauche ich natürlich entsprechend saure Reiniger oder andere Reinigungsmittel, die speziell für diesen Zweck da sind. Oder umgekehrt, wenn ich das Becken nicht abgedeckt habe, dann kann auch notwendig sein, dass ich eher alkalisch reinige, um Rußpartikel und anderes vom Hausbrand etc. zu entfernen. Wenn das Becken abgedeckt ist, kann man sich viel davon ersparen. Über den Sommer braucht der Pool natürlich auch Energie. Wasser verdunstet durch die Wärme und muss laufend nachgefüllt werden. Pumpe, Filter und Beleuchtung brauchen Strom, aber auch hier kann man Energie sparen. Der Pool befüllt ist, die Sonne scheint, ich will baden gehen. Welche Tipps gibt es hier für Pumpen, für Umwälzpumpen vom Profi? Ich brauche eine gute Beckendurchströmung, das heißt eine gleichmäßige Verteilung des Wassers im Becken, damit die Wasseraufbereitungsmittel entsprechend verteilt werden und die Filtration richtig wirken kann. Aber man kann durch entsprechende Ausstattungen wie Frequenzumrichter, Zeitschaltuhren natürlich den Stromverbrauch etwas reduzieren, ohne ihn aber zu sehr einzuschränken. Frequenzumrichter haben den Vorteil, dass ich je nach Belastung natürlich sehr schön die Umwälzleistung anpassen kann an den Bedarf. Das Ambiente spielt natürlich auch eine Rolle beim Pool. Eine schöne Beleuchtung braucht auch Strom. Gibt es hier auch Alternativen? LED-Beleuchtungen sind heute schon sehr oft im Standardpaket und müssen zum Teil ja auch schon aufgrund entsprechender Normen so ausgestattet werden. Auch Schwimmteiche werden immer beliebter. Ein Schwimmteich gibt einem das Gefühl, in einem See zu baden. Großer Beliebtheit erfreuen sich ja die sogenannten Naturteiche, die Schwimmteiche. Gibt es hier im Gegensatz zu Pools andere Tipps für die Reinigung im Frühling? Wie schaut das aus? Es hängt sehr stark von den Becken ab und von der Technologie, die verwendet wird. Aber man sieht also, wenn die Phosphat- und die Nitratwerte zum Beispiel sehr hoch sind, dass hier im Sommer regelmäßig es dann zum Algenwachstum kommt, zu einem sehr starken. Und die dann genauso grün werden. Und da muss man einfach, kann man vorbeugen. Hier gibt es für die Teichschönung zum Beispiel natürliche Tonmineralien, die man hier einsetzen kann, um solche Belastungsstoffe schon vor der Saison herauszuholen und damit die Probleme während der Saison zu minimieren. Ob Pool oder Schwimmteich, der Sommer kommt auf jeden Fall und damit die Badesaison. Viele weitere Tipps und Infos zum Energiesparen auf www.spare-energie.at. Na dann, viel Vergnügen, wir kommen zur Meldungsübersicht. We want you. Derzeit suchen wir verstärkt Elektrotechniker und Kommunikationstechniker im Unternehmen. Aus diesem Grund veranstaltet die Salzburger immer wieder Informationstage für HTL-Absolventen. Alle Informationen zur Bewerbung finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere. Grüße von der Buschbur, jetzt mit der Information für alle Sonnenhungrigen. Bis Badeschluss mit Lepibus heißt das Motto der Linie 23, die Sie bis zum 9. September ins Freibad Leopoldskron bringt. Die Linie 23 fährt von Oberknigl über Saam, Itzling, dem Hauptbahnhof und Hannusplatz direkt ins Freibad Leopoldskron. Schon seit Kaiserszeiten gibt es die Schifffahrt am Wolfgangsee. 1873 wurde der Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef I. vom Stapel gelassen. Nach wie vor pendelt das filmreife Nostalgieschiff zwischen den Orten St. Wolfgang und St. Gilgen und zählt zu den Attraktionen der Flotte. Das 33 Meter lange Nostalgieschiff war schon Star in zahlreichen Filmen und ist nach wie vor Teil der Wolfgangsee Schifffahrt. Heute zählt die Flotte 6 Motorschiffe. Faszination E-Mobilität ist das Thema bei der IONICA in Zell am See Kaprun heuer im Sommer. Dabei dreht sich ab dem 21. Juni alles um die Entwicklung der Mobilität zu Wasser, zu Land und zu Luft. Die IONICA wird eine internationale renommierte Leistungsschau werben und beim Publikum die Faszination für die elektrische Mobilität wecken, so die Veranstalter. IONICA ist Faszination Elektromobilität.
zu Erde, Luft und Wasser. Das heißt, alles zum Angreifen, zum Ausprobieren, zum Bestaunen, zum Erfüllen, zum Erleben. Nicht nur am Land, sondern alles auch im Wasser, in der Luft. Also alles, was das Thema Fortbewegung anbelangt, wird bei der Ionica demonstriert und hergezeigt. Mobilität ist ein wichtiges Bedürfnis der Menschen. Diese möglichst umwelt- und klimaschonend zu gestalten, wird uns dabei helfen, unsere Natur auch für nachfolgende Generationen zu bewahren. Für die Salzburger AG als Full-Service-Dienstleister im Bundesland Salzburg stellt die Elektromobilität ein wesentliches Zukunftsthema dar. Die E-Mobilität ist für Salzburger AG ein ganz klares Zukunftsthema. Wir haben schon sehr, sehr viel an Innovation in dieses Thema hineingesteckt, aber auch praktisch umgesetzt. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter mit dem 119 Ladestationen-Programm, wo wir jeder Gemeinde in Salzburg anbieten, eine Ladestation mit uns zu errichten. Reine Luft ist also ein Hit für den Tourismus und den sauberen Strom dazu produziert die Salzburg gleich nebenan. Und somit hat auch die Ionica eine große Bedeutung für die Region. Es ist ein klares Bekenntnis für uns, dass man sich für die E-Mobilität entscheidet, dass man sich dafür interessiert, für Nachhaltigkeit, den Klimaschutz. Und das möchte man unseren Kindern und Kindeskindern dann einfach mitgeben. Die Region Zell am See wird vom 21. bis 24. Juni 2018 ganz im Zeichen der elektrischen Mobilität stehen. Erstmals wird das Publikum dabei das Neueste, Interessanteste und Spektakulärste zu Lande, zu Wasser und zur Luft bestaunen können. Auch die Salzburg ist an allen Tagen bei der Ionica mit dabei. Alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Facebook-Fanseite, auf YouTube und unter www.salzburg-ag.at.